Moin Leute, zurück hier bei 100 Hektar Heimat. Heute mit einem ganz besonderen Video. Es geht mal nicht wirklich um Landwirtschaft, auch wenn wir hier auf dem Feld stehen. Wir fahren heute ein 24-Stunden-Moped-Rennen. Ihr habt richtig gehört, wir fahren jetzt 24 Stunden am Stück mit einem Moped. Auf jeden Fall bin ich jetzt zum 6. Mal dabei. Ja. Das Team gibt es schon seit 2015. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr mitfahren, weil es ist auch nicht ganz ungefährlich, hier mitzumachen. Eigentlich wüsste ich kein Jahr, wo nicht irgendwie einmal hier der Krankenwagen kam. Hoffen wir das Beste. Für mich als selbstständiger Landwirt ist das natürlich nicht so ideal, wenn ich jetzt hier mit einem gebrochenen Bein oder Arm nach Hause fahren müsste. Wir haben dieses Jahr 8 Fahrer dabei und wir haben ungefähr noch 6 Mechaniker dabei, denn unter den Bedingungen geht das Moped doch öfter mal kaputt. Insofern ist die größte Herausforderung nicht unbedingt der schnellste zu sein, sondern der konstanteste. Im Moment wird nur freies Training gefahren, aber wenn nachher hier die, ich weiß nicht, 70, 80 Mopeds permanent am Stück fahren, wird es unglaublich staubig. Es werden immer wieder Traktoren mit Wasserwagen fahren, um die Strecke nass zu halten, was natürlich schwierig fürs Moped ist, auch schwierig für den Fahrer. Ihr werdet sehen, wie staubig wir nachher einfach alle aussehen. Also es wird auf jeden Fall richtig anstrengend für Mensch und Maschine. Nice. Yo, wir sind die Wernersens. Für uns geht es heute nicht um den Sieg. Unser größtes Ziel sind immer genau die Schweinehunde da drüben. Das sind unsere Nachbarn, die Schorstädter. Wenn wir es schaffen, unsere Nachbarn zu schlagen und dann noch im vorderen Drittel unterwegs sind, das wäre mega. So, genug gesabbelt, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier. Ja, wir sind jetzt hier in der Werkstatt sozusagen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie finanziert sich sowas eigentlich? Weil das Moped und die Teile kosten natürlich relativ viel Geld. Der ganze Aufbau, Verpflegung, ja, zum Teil natürlich über Sponsoren. Aber jeder vom Team schmeißt auch 100 Euro in die Kasse und so sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Auf jeden Fall hat das Moped ja so mit der Originalversion nicht mehr viel gemeinsam. Ne? Also da sind ja auch teure Teile dran. Weißt du, wie viel Geld wir jetzt eigentlich reingesteckt haben dieses Jahr? Eigentlich kannst du grob sagen, jedes Jahr 2000 Euro. 2000 Euro. Jedes Jahr 2000 Euro. Und Toni, sind wir ready? Und wir haben noch ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal, das hier noch angeschraubt werden muss. Unsere Just Married Fahne. Jedes Moped wird technisch abgenommen. Man kann an einem Moped mehrere Motoren anschrauben, weil so ein Motor hält auch die 24 Stunden unter diesen Bedingungen seltener durch. Außerdem, um die Zeiten zu tracken, ist jedes Moped mit so einem Transponder hier vorne ausgerüstet. Und ja, so nehmen wir die Rundenzeiten ab und können dann am Ende sauber auswerten, welches Team wie viele Runden nach 24 Stunden geschafft hat. Wenn ihr auch so wahnsinnig seid wie die Jungs hier im Hintergrund und an Mopeds oder Autos schraubt, erzählt es mir in den Kommentaren. Ich laufe jetzt noch ein bisschen durch die Boxengasse. Guck mir mal an, was hier die Konkurrenz so aufgestellt hat. Und man sieht schon deutliche Unterschiede, vor allem wo ein bisschen mehr Geld reingeflossen ist, sind die Mopeds deutlich schneller. Ansonsten ist das ja eigentlich wie eine große Familie. Wenn es irgendwo Probleme gibt, hilft jeder jedem mal. Es gibt ein bisschen größere Teams, ein bisschen kleinere Teams, ältere, jüngere, eigentlich ist alles vertreten, was sich irgendwie ringsrum ums Dorfleben bewegt. Also was ihr auf jeden Fall feststellen werdet, dass wir natürlich sehr regional vertreten sind. Die meisten bringen noch ihre eigenen Dorfschilder mit. Ja. Kommen aber auch Leute aus anderen Bundesländern, teilweise aus Bayern. Und ja, das ist auf jeden Fall das schlechteste Team hier. Ja. Christian, die gilt zu schlagen. Ja, die sind halt aus dem Nachbardorf, können wir nicht leiden. Hui. An Gola könnte ich mich tot saufen. Ja, die Jungs bauen gerade noch Walkie-Talkies an, weil ja, wenn man da irgendwo in einem halben Kilometer Entfernung liegen bleibt, das sieht man von hier nicht immer gleich, dann können wir uns über Funk verständigen, weil das ganze Moped allein ihn zurückschieben ist ziemlich anstrengend. Wir sind kurz vorm Rennstart. Vorher gibt es immer noch eine Einführungsrunde und schaut euch einfach mal die Strecke im jetzigen Zustand an und vielleicht in ein paar Stunden heute Abend. Das wird sich doch sehr wandeln mit der Zeit. Jo, Leute, wir sind jetzt kurz vorm Start. Ihr seht schon, die Mopeds stellen sich hier alle im Hintergrund auf. Es sind über 80 Stück. Unser Kollege hier mit der schönen Fahne im Hintergrund zu sehen. Wir haben jetzt live mitfiebern. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Der Start ist auf jeden Fall der gefährlichste Moment, weil ja, die 85 Fahrer, die müssen alle mit einmal auf die Strecke und in der Regel passiert da mal irgendwas. Also der Start ist dann dort hinten. Dort reihen sich die Fahrer alle auf.
Und ja, dann gibt es einen stehenden Start. Die ersten Fahrer gehen jetzt da an die Kante. Und auf los, rennen Sie so schnell wie es geht zum Moped, ankicken und dann geht's los. Uli, viel Glück, mach das wie immer jedes Jahr. Im Hintergrund seht ihr auch auf der Tafel immer die aktuellen Rundenzeiten und die Position der einzelnen Teams. Der Start ist jetzt nicht wirklich gut für uns gelaufen. Wir sind relativ weit hinten, ich glaube auf 74 von 86 oder so. Und vor allem sind unsere Nachbarn ziemlich weit vorne, was jetzt gerade nicht so für Höhenflüge in der Stimmung sorgt. Aber es ist halt ein 24-Stunden-Rennen und ja, morgen werden wir sehen, wer wo ist. Er holt sich jetzt hin. Jetzt holt er sich. Komm, komm. Jawohl. Juhu. Jetzt geht's nur noch nach vorne. Jawohl. Also, wir haben gerade irgendwelche technisches Problem. Ganz natürlich, kommt immer wieder vor. Meistens in irgendeiner scheiß Kurve. Und das ganze Event lebt eigentlich auch von jedem Team. Weil da stehen beispielsweise immer Streckenposten. Die ja mit gelben Flaggen die anderen warnen, wenn da irgendein Massencrash ist oder einfach jemand im Weg steht. Und unser Team ist auch dran, beispielsweise von 7 Uhr bis 10 Uhr stellen wir dann immer zwei Leute ab, die an einer bestimmten Kurve ja, für Ordnung dann sorgen. Jo, Toni, was los? Von der Kette, die okay. Mutter hat sie gelöst. Okay, kriegen wir schnell wieder hin. Ja, unsere Nachbarn sind gerade auch mit dem technischen Defekt rein, insofern alles noch in Ordnung. Alles eingeplant. Jetzt kommt das Rennen neben dem Rennen. Wer baut am schnellsten sein Moped wieder zusammen? Ich denke, wir haben gute Chancen. Ich weiß nicht, was bei dem Team gegenüber los ist. Aber bei uns ist es eigentlich nur die Verschraubung vom Ritzel. Das sollten wir eigentlich in den nächsten Minuten hinbekommen. Ja, wir können mal rübergehen, mal gucken, was die so meinen. Was los bei euch? Ja, die rücken keine Informationen raus. Merkst schon, die Rivalität ist wieder groß. Naja, Toni macht sich jetzt fertig. Und das heißt wohl, dass unser Moped gleich rauskommt. Bei der Konkurrenz steht es noch. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, in Führung zu gehen. Jetzt würde mich mal interessieren, was es für abgefahrene Aktionen bei euch in der Region gibt. Bei uns offensichtlich das 24-Stunden-Moped-Rennen. Also schreibt mir mal was in die Kommentare. So, wir haben jetzt anderthalb Stunden rum und wir machen den ersten Fahrerwechsel. Wir liegen irgendwo in den 50ern, also ja, noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber weit vor unserem Hauptrivalen und von daher, ja, läuft. Fahren wir einfach mal weiter. Wir haben es jetzt 18 Uhr gleich, dann beginnt die Stunde für mich, die ich fahren muss. Wir liegen gerade auf Position 61 und unsere Erzrivalen sind auf Position 57, das heißt, die Technik muss jetzt halten und ich muss mich vorkämpfen. Ich habe ein bisschen Druck, muss ich sagen. Ich ziehe mich schon mal um, dass ich dann vorbereitet bin. Also kommen wir mal zum Protektor. Dann weiß ich immer nicht, wo vor und hinten ist. Ich schätze jetzt einfach mal so rum. Nö, ist falsch rum. Mach das nicht so oft. So, schnallen wir uns hier noch ordentlich an. Ja, ich so langsam kommt der nervöse Teil. Das ist halt das erste Mal wieder seit einem Jahr. Sonst fahre ich gar kein Moped. Ja, und wie das so ist für einen ordentlichen Bauernjungen. Ich habe überhaupt keine richtige Ausrüstung. Nur einen alten Helm aus Schulzeiten. Da habe ich mein Visier abgebaut. Und setze mir einfach so eine stylische Schutzbrille auf. Passt mega gut. Sieht total bescheuert aus, aber ist mega. Und selbstverständlich meine originalen Arbeitshandschuhe vom Hof. Ja, soll wohl losgehen. Geht los. Wie viele Runden willst du fahren? Ich dachte, zwei. Ich muss umziehen. Zwei will ich fahren. Ja, zwei. Zwei Stunden, ja. Ja, zwei Stunden, ganz easy. Jetzt ist es gerade mega aufregend, weil man wartet eigentlich nur, dass der Kollege jetzt hier um die Ecke fährt und dann ist man auch erlöst, wenn man endlich drauf sitzt. We'll be right back.
die Lichter hier an. Brauchen wir nicht. Mann, oh Mann. Das Ding hat so viel Potenzial, aber jede zweite Runde geht dir das Ding aus. Hast du mal geschafft, an ihnen vorbeizukommen? Dann trudelt vor dir einer zu langsam, geht das Ding aus. Ja, dann viel Spaß. Die Sonne ist schon weg, ja. Die letzten drei Runden hier mit der Sonne, die waren ganz toll. Also den Hügel da kaum erkannt. Aber sonst sieht das Ding. Dann haben wir da doch. Ja, also ich habe mich unglaublich geärgert, gerade in der Anfangszeit, weil es ist, wie gesagt, mit dem Motor, der untenrum keinen Peng hat, unglaublich schwer, das Ding da bei Laune zu halten. Aber wenn er eben bei Laune ist, dann dreht er völlig ab. Also manchmal hatte ich Runden, die liefen gut, ja. Da war ich, glaube ich, echt schnell, aber dann haben sich auch mal wieder Fehler eingeschlichen oder vor einem ist irgendeiner rumgetrudelt. Ja, oder geht das Ding aus, ne? Dann stehst du da und trittst an und machst und tust. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall fix und fertig und mach mir jetzt erstmal frisch. Vielleicht trinke ich auch noch was. So. Heute Abend noch. So Leute, der Zweitaktnebel zieht langsam auf. Es wird dunkel und die Stadtkinder, die müssen nach Hause. Das heißt, mein Kamerateam wird mich gleich verlassen. Aber ihr werdet nichts verpassen, denn ich werde einfach weiterfilmen. So Leute, kaum ist das Kamerateam weg, ist ja auch schon irgendwie Chaos. Was ist eigentlich los? Alle Fahrzeuge kommen jetzt rein? Da vorne ist ein Unfall gewesen und jedenfalls haben sie jetzt alles mal alle reingesteckt und keine Rennunterbrechung. Okay. Okay. Da erstmal vernünftig zu fahren, zur Strecke zu holen. Jo, Rennen läuft wieder. Haben noch keine Informationen über den Unfall, aber hoffen wir das Beste. Jetzt haben wir es 4 Uhr, die ersten Kapitalschäden sind zu sehen, ja. Sag mal, Alex, welche Platzierung haben wir denn eigentlich? 47, wo sind unsere Kandidaten hier? 30. Und Teamchef, schlechte Nachricht, was ist los? Naja, Feldtaue brauchen wir eben Motor. Wir sind am Hauptmotor. Und bei dem zweiten war die Grundplatte lose. Hier, was wir das gefunden haben, hat aber eine ganze Weile gedauert. Jetzt warten wir darauf, dass der Vergaser fertig ist, dann brauchen wir einen anderen Vergaser. Schlechte Nachrichten, das Drama geht weiter. Wir sind wieder dabei, Motor und Getriebe zu wechseln. Das sieht wohl so aus, aber keine Sieger-Aero mitfahren. Unser Moped hat akute Probleme. So Leute, jetzt wird es ruhig bei uns und auch auf der Rennstrecke, denn das Rennen ist vorbei. Ich hätte euch jetzt gerne eine letzte Runde gezeigt, aber ja, die Technik hat nicht mehr mitgemacht. Zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder. Schauen wir mal, Sieger-Ehrung und dann gucken wir, wo wir uns noch platziert haben. Ja. Euch natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr die weite Anreise zu uns gemacht habt. Die haben ja tatsächlich den 55. Platz geschafft mit 226 Runden. Wir haben zwischendurch eine richtig gute Phase gehabt und ja, probieren wir irgendwie Scheiße los und dann haben wir nicht mehr so richtig in den Gang gekriegt. Unsere Erzrivalen waren echt gut dieses Jahr, ne? Wir wissen auch nicht warum, aber wissen die wahrscheinlich auch nicht. Das wissen keiner. Aber wir kommen mal wieder im nächsten Jahr, ne? Zum Wohl! Hey! Zeig dir noch mal den Pokal. 24 Stunden wie die Irren gefahren, da. Das wollen wir mal machen, ja. Jo Leute, was für ein geiler Tag. Wenn ihr auch so viel Spaß hattet wie ich, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und lasst ordentlich die Glocke läuten für 100 Hektar Heimat. Jetzt im Anschluss könnt ihr gerne noch ein Video von Gesa sehen oder von Das schaffst du nie. Die haben auf jeden Fall auch immer richtig geile 24-Stunden-Challenges. Also, reingehauen. Bis dann.